Samsung Galaxy A50 gegen Samsung Galaxy A70, viele von euch schwanken zwischen den beiden Produkten. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Galaxy A50 sehr knapp mit 51 zu 49 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 17 Gramm leichter, 0,2 mm dünner, 2 mm schmaler, 5,8 mm kürzer und 8,4% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das Galaxy A70 mit 67 zu 66 Punkten haarscharf vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 2,6% höhere Auflösung und 4,7% größere Bildschirmgröße. Das Galaxy A50 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 2,5% höhere Pixeldichte. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das Galaxy A50 mit 91 zu 75 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 12,7% schnellerer Prozessortakt, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, hat NX-Bit, nutzt HMP und 2 Speicherkanäle mehr. Das Galaxy A70 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 400 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 3 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite, 16,8% höheres Benchmark-Ergebnis und 2 GB größerer Speicher. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das Galaxy A50 knapp mit 63 zu 58 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung und hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Das Galaxy A70 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 18,4% mehr Megapixel der Hauptkamera, 28% mehr Megapixel der Frontkamera und zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme. Audio. Bei der Kategorie Audio kommen beide Geräte auf 62 Punkte. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Spezifikationen. Akku. Im Bereich Akku ist das Galaxy A50 mit 64 zu 60 Punkten knapp vorne. Das Galaxy A70 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 12,5% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Galaxy A50 knapp mit 85 zu 82 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 0,7 Watt pro Kilogramm niedrigerer SAR-Wert am Kopf, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und 0,1 Watt pro Kilogramm niedrigerer SAR-Wert am Körper. Ergebnis. Mit 73 Punkten liegt das Samsung Galaxy A50 in der Gesamtwertung eindeutig vor dem Samsung Galaxy A70 mit 62 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch unbedingt wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.